Werner Hehl, einer der Großen im Südtiroler Skisport, hat am vergangenen Samstag im norwegischen Kvitfjell offiziell seine Karriere beendet. Im Ziel wurde der 36-jährige Pseirer von zahlreichen Skistars aus allen Nationen mit einer ordentlichen Bierdusche gefeiert. Coole Sache gewesen oben, der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt. Genau auf der Piste, wo ich meine größten, sage ich mal, Erfolge gefeiert habe, wo ich meine besten Platzierungen eingefahren habe. Deswegen super Abgang, hat mir volle Freude gemacht, dass unten alle gewartet haben und dass unten mich alle empfangen haben. Und ja, wirklich nett. Hehl hat in seiner Karriere 204 Weltcuprennen bestritten, 3 hat er gewonnen und 10-mal stand er auf dem Podest. Außerdem nahm er an 5 Weltmeisterschaften und 2 Olympischen Winterspielen statt. In Vancouver 2010 verpasste er die Bronzemedaille im Super-G um nur 0,02 Sekunden. Hehl kann stolz auf seine Karriere zurückblicken. Der erste Sieg oder das erste Podest oben in Kvitfjell, nicht? Das war sicherlich uns für die Highlights, weil man sich einfach das, oder ich habe mir das damals nicht wirklich erwartet. Nicht? Und dann habe ich das Rennen gleich gewonnen und das vor dem Bodie Miller, deswegen super. Und logischerweise ist es ein bisschen schade gewesen, auch vielleicht bei der Olympiade, um die 200, dass man an der Bronzemedaille vorbei geschlittert ist, aber nichtsdestotrotz vieles richtig gemacht und natürlich auch vieles falsch, aber ich würde sagen, aufhören ohne größere Verletzungen und ohne, ja, ohne Wehmut, ne? Das ist schon einmal viel und auf das kann ich schon ein bisschen stolz sein und das passt das auch. Über seine Zukunft will Werner Hehl, der seit Jahren mit Manuela Mölk liiert ist, noch nicht viel verraten. Ich glaube, mir werden nicht langweilig sein, ein paar interessante Angebote, die was im Raum stehen, folgedessen, irgendetwas wird mir schon infallen, aber mal ein bisschen Pause, nicht? Weil jetzt ist man so lange unterwegs gewesen und mal Zeit mit der Manuela mehr zu verbringen und nicht einmal keinen Stress haben. Auf jeden Fall einmal keine Koffer packen und irgendwo hinfahren und dann meistens mit Enttäuschungen heimzukommen. Also auf das freue ich mich am meisten, dass das einmal nicht der Fall ist. Deswegen passt das einmal so gut. Wir werden ihn als einen ganz großen in Erinnerung behalten mit seinem ansteckend strahlenden Lächeln.